Können wir mal verraten, wie man von 3-0 auf einem 4-4-Ergebnis enden kann? Alter, das war einfach dumm. Ich sag's dir mal. Ich bin's Aubertin und ich werde euch aber ein bisschen was von der Extravaganza erzählen, die jetzt am letzten Wochenende concluded ist und an der ich auch teilgenommen habe. Wie ihr gerade gehört habt, nicht sondern nicht erfolgreich. Es hat tatsächlich verschiedene Gründe, auf die werden wir heute einmal eingehen, aber ein bisschen was zum Turnier. Vorher noch, ich habe die letzten Extravaganzas nicht teilgenommen. Ich muss samstags immer arbeiten. Jetzt erzählt mir Julio am Freitag, die Extravaganza, das Main Event, ist Sonntag. Wie immer. Wow, da gehen wirklich. Also ein ganz, 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 ganz geiles Ding. Warum wusste ich das vorher nicht? Ich dachte, das ist wie jede YCS auch. Ein Tag Swiss Rounds und dann Top Cut am zweiten Tag. Nein, es ist einfach eine riesige, große Regional, wo ihr einfach an Tag 2 einfach alles spielt. Und warum weiß ich das nicht? Ich bin Yu-Gi-Oh! Spieler, ich lese doch nicht, was da steht. That's a really good one. Extravaganza, cooles Projekt bei Raid & Trade. Auf jeden Fall mal abchecken, wenn die nächste Extravaganza ist. Kostet 15 Euro, coole Sache. Und wie war meine Erfahrung damit? Raid & Trade ist unglaublich gut organisiert, auch wenn es ein paar kleine Problemchen gab und sowas alles. Also, wie läuft sowas ab? Ihr meldet euch an bei Raid & Trade, gebt in alle eure Daten, die ihr braucht. Ihr geht auf den Extravaganza-Server, zack, geht drauf, könnt mitspielen. Und dann geht es ganz normal über Yu-Gi-Oh!-Turnier. Ihr kriegt eure Nummern, ihr kriegt euren Tisch, ihr geht, könnt spielen. Ihr könnt vorher so noch einen Setup-Check machen mit den Judges von dem jeweiligen Turnier, um zu gucken, ob euer Setup, was ihr habt, ob das halt genauso ist, wie die das haben wollen. Mega cool. Genau. Und die haben auch unglaublich viele Judges gehabt. Ich glaube, 6 oder 7 oder so. Das heißt, du hast einen Judge-Call gemacht und innerhalb von einer Minute war ein Judge da. Maximal, wenn nicht sogar länger. Das Turnier hat 8 Runden gehabt, ging also relativ lange. Die Zeit zwischen den Runden war immer so 10, 15 Minuten, weil es manchmal noch Overtime gab und sowas in die Richtung. War aber nicht eine coole Erfahrung. Was habe ich gespielt? Ich habe Dinos gespielt. Ich wollte eigentlich Train spielen, aber ich habe das Deck einen Tag vorher ein bisschen getestet, habe das nicht ganz so gefühlt und dachte mir so, ja, ich könnte ein bisschen Dino spielen, so ein bisschen weirden Stuff. Und ja, was muss ich sagen? Das Deck lief die ersten 3 Matches richtig gut, danach nochmal ein Match richtig gut und dann war es ein paar richtig Garbage dabei. Aber meine Matches waren noch nicht so geil. Ich zeige euch kurz einmal das Deck, was ich gespielt habe. Ich bin so aufgeregt, ich habe halt literally erst Freitag gefahren, dass ich Sonntag mitspielen kann. Und ich hätte wirklich besser Trains nehmen sollen, denn mit Trains habe ich wirklich alles da. Von dem Deck eigentlich auch, aber nicht die Karten, die wirklich halt super sinnvoll gewesen wären. Also ich habe halt ganz klassisch 3 Oviraptor gespielt, 3 Misk, 1 Giant Rex für die Level 4 Monster, unsere Big Lineup, 3 UTC und 1 Pankotrops für die kleinen Dinos, 2 Babys, 1 Petit und 1 Akkosaurier. Jetzt sagt mir nicht, man spielt 2 Akkosaurier. Nein, es ist nicht immer richtig 2 zu spielen, denn ihr braucht eigentlich nur einen. Den zu ziehen ist doof, aber nicht so schlimm eigentlich. 1 Akkosaurier habe ich gespielt, hätte ich mehr Zeit gehabt. Also das hätte sich nichts geändert. Dann haben wir Headtraps, Schädelmeister 3 Stück und 3 Ash, das sind die generischen. Ich weiß, ich habe kein Gamma gespielt, ich hätte Gamma spielen sollen. Aber die Matchups, die ich gehabt habe, komme ich drauf, hätte das eh nichts geändert. Also ich war mit den Headtraps wirklich sehr zufrieden, die ich gespielt habe. Spells haben wir Fossil Dick, Cosmic Cyclone. Cosmic Cyclone war ich so froh, dass ich die Main-Deck gespielt habe. Alter, da kam so viel Scheiße bei rum, bei den Games, die ich gespielt habe. Es war so gut, dass ich die Main-Deck hatte, das glaubt ihr gar nicht. Ich hätte noch Twister und das da und die Trap spielen können und hätte trotzdem nicht gereicht. 3 Dark Ruler. Heute richtig beschissen wegen den Matchups. 2 Pillen, super. 1 Monster Reborn, immer eine gute Karte. Landform, Lost World, Lost World, Lost World. Mystic Mine, ja, ich weiß, doofe Karte, aber ist halt trotzdem gut, wenn man halt nicht die Matchups hat, die ich habe. Aber es geht weiter. Dann haben wir 2x Topf der Gewinnsucht und 1 Topf des Wohlstandes. Ja, dafür könnte mich flamen. Ich hätte gerne lieber 3 Prosperity gespielt, aber ich habe nur einen. Es tut mir leid. Hätte ich gewusst, dass ich bei einem kompetitiven Event mache, hätte ich mir den zweiten besorgt. Ich hätte wahrscheinlich sogar eher auf Extravaganza zurückgreifen sollen, was ich ja besitze und was ich auch vorher gespielt habe mit Dinos. Aber ich wollte mal den 9. Topf ausprobieren für das kleine Turnier jetzt hier, aber das war die Rage, die ich gespielt habe. Extra Deck haben wir Linkoribu, Sekio Gartner, Dolka, Tornadrache, Unicorn, Bewohner, Dugaris, Soldat des Chaos, Simorgh, Zeus, Repolocus, Phoenix, Banistack, Access Code und Lagia. Nichts Spannendes dabei, ihr seht vielleicht die kleine Engine, die ich im Extra Deck spiele, mit Repolocus und Simorgh. Das hat was mit dem Side Deck zu tun, da kommen wir jetzt nämlich zu. Haben wir wundervolle Side Deck, 3 Alpha. Alpha ist eine unglaublich starke Karte, vor allem gegen Dranglink. 3 Lanzen, richtig gut. Nicht mehr wissen, Mirror Match, richtig gut. Habe ich leider nicht heute gebraucht, weil die Decks, die ich gespielt habe, nicht unbedingt nötig waren. Dann haben wir für Dragonlinked 3 Kauts,
und für Dinos und sowas und für Invoke ist das ganz gut. Drei Buch der Verwinzerung. Diese Karte war heute unglaublich gut. Ihr glaubt gar nicht, wie gut die Internas ist. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. Aber das war nur der Grund, weil Dark Ruler heute total scheiße gewesen ist. Ja, Matchups, kommen wir gleich. Und die letzten drei sind Harpies Federduster, Sturmwinde und einen suchbaren Kaiju. Also alles in allem ein sehr brauchbares Deck. Jetzt nicht die beste Variante von dem Deck, wie man das spielen kann, aber wenn man Gewinn dort austauscht und dafür Prosperity spielt, geht es in die ähnliche Richtung auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall not that bad. Was ist denn das für ein Scheiß-Gelag? Meine Matchups. Also, Game 1 habe ich gegen Eldritch gespielt. Ja, das ist ein gutes Deck. Aber Eldritch Trap mit Dogmatica drin. Also war vieles in meinem Manic einfach komplett tot, was ich halt gar nicht benutzen konnte, weil keine Applikation da war. Das Match habe ich aber gewonnen. Das war das erste Match, war also ganz cool, gewonnen, easy. Als nächstes habe ich gegen Virtual gespielt. Aber nicht eine Virtual Combo Variante, sondern Virtual Control. Also auch wieder kein Combo Deck, wogegen Dinos ja inhärent gut ist. Auch nicht so krass. Das Match weiß ich nicht mehr, habe ich aber auch gewonnen. Auch nichts Dramatisches, was es gewesen ist. War auch ein Stun Deck übrigens, also ich habe wirklich nur gegen Stun gespielt. Und gegen irgendwelche Control Varianten. Dann habe ich im vierten Match wieder gegen Eldritch spielen dürfen. Ja, das... Wieder gegen die Trap-Variante. Und diesmal habe ich halt nicht gut gezogen im Vergleich zu dem anderen Match. Da habe ich halt insane gezogen. Habe ich halt dann unglaublich haushoch verloren. Richtig die Ehre genommen. Dann haben wir das nächste Match. War gegen Dragon Maid. Ja, Ehre an Henry auf jeden Fall von Yugi2B. Ja, cool. War ein cooles Deck. Hat halt gegen meine Deck nicht viel gemacht, war aber auch nicht unbedingt so eine Combo-Variante. Aber da ist auf jeden Fall Book of Clips ziemlich gerissen. Auf jeden Fall ziemlich gut. Dann haben wir noch Altergeist. Ja, meine große Nemesis, Altergeist. Ich weiß nicht warum, aber gegen dieses Deck verliere ich jedes Mal. Ich habe keine Ahnung warum. Das Deck ist nicht gut, aber ich verliere jedes Mal gegen Altergeist. Also ich kann spielen, was ich will. Gegen Altergeist verliere ich jedes Mal. Ihr könnt also sicher sein, solange Altergeist irgendwo auftaucht, verliere ich immer gegen dieses Deck. Jedes Mal. Dann habe ich gegen Guru gespielt. Guru, auch Control, machst du nix, denn decken wir only one. Wow. Fistet mich halt komplett und wenn ich keine Karten ziehe, die das outen können, machst du nix. Und das letzte Match war gegen Dragon Link. Ich muss wirklich sagen, alle hassen Dragon Link, auch wenn ich dieses Match verloren habe. Das war neben dem Dragon Maid Match das coolste Match, was ich gespielt habe. Weil es einfach hin und her ging, es war viel dabei, wir konnten beide spielen. Es war einfach ein cooles Match. Wir haben uns nicht gegenseitig gestunt oder so. Das war halt einfach cool. Und ich habe das nicht verloren, weil ich jetzt extrem Karten gezogen habe. Meine Hände waren nicht so gut, aber das war einfach vom Matchup her schade. Er hat gute Karten gezogen, viele Extender. Ich habe ein paar Effekte vielleicht nicht so gemacht, wie ich es machen sollte, aber das war jetzt halt mein Fehler. Ne? Warum spielen aktuell so viele Stun? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Weil diese Stun-Varianten sind halt gegen Dragon Link auch nicht mal gut. Ne? Das heißt, mein Deck wurde jetzt extrem gecrippelt, weil ich halt Dinos gespielt habe, was halt gegen Ghost First Boards halt richtig gut ist. Aber da kam halt nichts außer das Dragon Link Deck. Und das war halt wirklich in der letzten Runde, mit der ich dann 4-4 gegangen bin. Das hat mich übrigens mega aufgeregt. Nicht, dass ich 4-4 gegangen bin, sondern einfach, wie das da hingekommen ist. Denn hätte ich wirklich Trains gespielt heute, wären alle diese Matchups jetzt nicht super easy gewesen, aber ich hätte halt wirklich eine Fighting Chance gehabt. Denn das war halt einfach nichts so. Ich weiß übrigens nicht, wie der Top Card ausgegangen ist. Ich habe keine Ahnung, weil die ersten 8, was die gespielt haben, Gameplan. Ich habe gegen den 12. glaube ich gespielt, der hat glaube ich Eldritch Control gespielt, das war der, den ich gewonnen hatte. Dann würde ich sagen, das war's für das heutige Video. Wenn ihr mehr von Extravaganza Content sehen wollt, seid ihr bei mir falsch. Ich habe nichts mehr. Toplisten wird wahrscheinlich Julio für euch zeigen. Viel Spaß damit. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, haut rein. Ciao Leute.